Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem allerersten Monatsupdate. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass ich dieses Video jetzt schon drehe. Auf der einen Seite fühlt es sich so an, als ob ich hier schon ewig wohne. Auf der anderen Seite fühlt es sich so an, als ob ich gerade erst vor einer Woche oder so hergekommen bin. Ja, aber es ist Zeit für mein allererstes Monatsupdate und ja, ich bin gespannt, was mich noch so erwartet in den nächsten Monaten und möchte euch jetzt aber erstmal von meinem ersten Monat berichten. Also ich werde meine Monatsupdates immer in Rubriken einteilen, so wie viele andere Pairs einfach auch, dann ist es geordneter und ich erzähle nichts doppelt, wobei das kann trotzdem passieren, aber ja. Also meine erste Rubrik wird die Gefühlslage sein. Nicht wundern, dass ich manchmal so nach unten gucke, aber ich habe hier mein iPad mit meinen Notizen, damit ich nichts vergesse zu erzählen. Und genau, also meine Gefühlslage ist gut, also ich fühle mich hier wirklich wohl, ich verstehe mich mit meinen Gastkindern, ich verstehe mich super gut mit meinen Gasteltern, also das läuft alles. Aber manchmal ist es bei mir so, dass gerade wenn ich alleine in meinem Zimmer bin oder so, ich frei habe und zum Beispiel Freunde oder so gerade keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen oder so, und ich dann Zeit zum Nachdenken habe, dann hatte ich, also es ist jetzt so ein bisschen vorüber, aber ich hatte so eine Woche, anderthalb Wochen oder so grob immer so drüber nachgedacht, ob ich das wirklich 12 Monate schaffe hier, weil ich teilweise schon so meine Umgebung vermisst habe, also so meine Familie, meine Freunde, meine Haustiere und ja, einfach so meine Gegend, sage ich jetzt mal. Und dann war ich immer so, ein Jahr, schon eine lange Zeit. Willst du das wirklich ein Jahr machen? Und dann hatte ich aber wieder so Phasen, wo ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs war und wir richtig viel Spaß hatten, wo ich mir dachte, nee, ich will hier bleiben und ich finde, mein Jahr hat richtig gut angefangen. Mir gefällt sie super, super gut. Warum sollte ich halt gehen wollen? Und genau, deswegen. Also diese Zeit, dass ich so drüber nachdenke, ob ich das wirklich machen will oder nicht, ist jetzt vorüber zum Glück. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so der erste Anflug von Heimweh war. Also weil ich hatte nicht direkt Heimweh, ich hatte eher so ein Vermissengefühl, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, und ich glaube auch, dass es bei mir dann halt erst kam, weil ich hatte, als ich noch in Deutschland war ich immer richtig excited, hierher zu kommen und hatte überhaupt gar nicht so dieses Gefühl, bald mich zu verabschieden. Und ich war eigentlich nie richtig traurig, habe mich eher so drauf gefreut. Und ich glaube, ich habe nie richtig realisiert, dass ich wirklich meine Familie ein Jahr nicht mehr sehe und meine Freunde, meine Umgebung, halt alles ein Jahr nicht mehr sehe. Ich glaube, das habe ich nicht richtig realisiert. Und ich glaube, als ich dann hier war und so mich eingelebt habe langsam, dann kam das so ein bisschen, dass ich das realisiert habe und deswegen manchmal so diese Gedankenphasen hatte. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch vorüber, bin ich auch echt froh drüber. Und genau, also wir werden sehen, wie das noch wird mit mir, weil ich wusste nicht, ob das jetzt so der erste Anflug von Heimweh ist oder das normal ist. Ich, ja, weil eigentlich sagt man ja ungefähr, Heimweh kommt so im dritten Monat. Ja, war bei mir jetzt nicht so. Also ich hatte ja auch nicht direkt Heimweh. Mal gucken. Aber mir geht es auf jeden Fall hier echt gut jetzt. Also mir ging es auch voll gut. Aber ja, ich mache ja echt viel mit Freunden, mit meiner Gastfamilie mache ich viel. Mit meiner Gastmutter verstehe ich mich richtig gut. Aber das wäre dann meine nächste Rubrik, und zwar Verhältnis zu meiner Gastfamilie. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Mit meiner Gastfamilie verstehe ich mich echt super. Also ich habe ja eine Stay-at-Home-Mom und viele Au-pairs mögen das ja nicht und die sehen das als No-Go an. Aber ich verstehe mich mega gut mit meiner Gastmutter. Also klar, es gab mal einen Tag, lief nicht so gut,
Da will ich aber jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, weil ich glaube, sie hatte nicht so die beste Laune an dem Tag. Und an dem Tag habe ich viel falsch gemacht und ich glaube, das fand sie nicht so cool. Aber ich meine, ich glaube, das war in meiner zweiten Woche oder so. Aber ich glaube, sie hat gemerkt, dass sie ein bisschen zu streng an dem Tag war, weil ich meine, ich war neu oder ich bin neu. Ich bin immer noch nicht quasi ausgelernt. Ich mache immer noch Fehler. Und ich meine, es war meine zweite Woche, es war noch alles komplett neu und dazu kam meine Unschuld, dass sie, glaube ich, ein bisschen schlechte Laune hatte. Aber das war, wie gesagt, nur ein Tag, wo sie mir gesagt hat, was ich alles falsch mache. Indirekt hat sie es mir gesagt. Aber genau, seitdem verstehen wir uns auch echt wieder gut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel was falsch mache, dann weist sie mich sehr nett drauf hin. Also ich glaube, sie hat echt gemerkt, dass sie ein bisschen zu streng war, weil ich in dem Moment dann halt auch nicht mehr wirklich viel geredet habe. Weil normalerweise bin ich halt schon eine, die viel redet. Aber in dem Moment habe ich halt wirklich nicht mehr so viel mit ihr geredet. Weil ich auch nicht, also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so komisch, weil ich war nicht sauer auf sie, aber ich war halt so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, okay, sorry, ich bin hier seit 2 Wochen und okay, calm down so. Ja, deswegen. Aber seitdem weist sie mich immer nett drauf hin oder so. Also das läuft auf jeden Fall. Und wir machen eigentlich viel zusammen als Familie. Also es war so, dass wir, glaube ich, ich kam mittwochabends hier spät an und am Donnerstagabend sind wir zusammen als Familie ins Kino gegangen, in The Lion King. Und das war echt richtig cool, weil ich den sowieso sehen wollte. Und ja, das war echt richtig schön. Wir gehen öfter zusammen essen abends, weil mein Gastvater kommt halt erst abends nach Hause von der Arbeit. Und genau. Aber ja, meine Gastkinder, die sind auch richtig lieb. Also klar, manchmal sind sie etwas anstrengend, aber ich meine, sie sind klein und das ist auch okay. Sie akzeptieren mich und ich glaube, sie mögen, also meine Gastmutter sagt immer, dass sie mich mögen und ich glaube auch, dass sie mich mögen. Also zum Beispiel abends, wenn die Gastmutter sie ins Bett bringt, fragen sie ganz oft so, wo ist Vanessa? Ich möchte Umarmungen und Küsse von Vanessa. Also ist echt total süß. Dementsprechend gehe ich jetzt auch mal von aus, dass sie mich mögen. Also ja, die sind echt zuckersüß. Also klar, manchmal haben sie so ihre Wutanfallphasen. Selbst dann sind sie süß. genau, also es läuft eigentlich alles mit der Gastfamilie. Und ja, genau. Zu meiner Gastmutter nochmal. Also meine Gastmutter ist halt echt richtig fürsorglich auch. Also sie fragt mich immer, was ich brauche, ob ich irgendwas haben möchte. Oder zum Beispiel, wenn ich abends sofort, nachdem ich halt oft bin, in mein Zimmer gehe, weil ich zum Beispiel kaputt bin oder was weiß ich, einfach mal meine Ruhe brauche, dann schreibt sie mir auch ganz oft, ob alles okay ist, ob ich mich wohlfühle, ob ich was brauche oder was auch immer. Also das ist echt eigentlich, es läuft alles echt gut. Und ich bin gespannt, was wir noch so zusammen erleben werden. Und ja, also ich bin echt glücklich in dieser Familie. Genau. Dann zum Kontakt nach Deutschland. Also von mir aus würde ich sagen, dass der Kontakt echt gut läuft. Also ich habe sehr guten Kontakt zu meiner Familie. Also ich skype relativ oft noch mit denen. Also ich jetzt nicht jeden Tag, aber so alle 3 Tage oder naja, es kommt ein bisschen drauf an. Manchmal skypen wir jeden Tag, manchmal skypen wir alle 4 Tage oder einmal die Woche. Es kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich würde sagen, dass der Kontakt eigentlich relativ gut läuft. Also es ist halt dafür, dass wir so großen Zeitunterschied haben. Also wir haben ja 7 Stunden Zeitunterschied.
läuft es eigentlich echt gut, auch mit dem Telefonieren. Genau, und zu meinen Kontakten nach. Zu meinen Freunden. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie falsch, aber okay. Ja, der läuft eigentlich auch. Also ich glaube, da bin ich ein bisschen schlecht drin. Also ich würde schon sagen, dass ich mich bei meinen Freunden melde. Aber die sind halt teilweise gerade echt busy, weil es für die teilweise jetzt darum geht, umzuziehen, weil sie mit einem Studiengang anfangen oder so. Und ich schreibe hier eher mit meinen Freunden hier, um halt zu klären, was wir vielleicht abends machen wollen, was wir am Wochenende machen wollen, ob sie spontan Zeit haben, also so eine Sachen halt. Deswegen, also ich würde sagen trotzdem, dass wir guten Kontakt haben, aber es ist halt jetzt nicht so ein Kontakt wie jetzt zum Beispiel, als ich noch in Deutschland war und wir uns da uns immer geschrieben haben. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es gut läuft. Also von würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob die das auch so sehen. Ja. Genau, und kommen wir zu meiner nächsten Rubrik, und zwar meine Erlebnisse. Und ich habe in meinem ersten Monat eigentlich schon voll schöne Sachen erlebt. Also ich bin echt dankbar, dass ich das alles hier schon erleben durfte. Aber zu den Erlebnissen will ich noch kurz was sagen. Also ich erzähle hier mehr über die Erlebnisse mit meinen Freunden als über meine Gastfamilie. Es sei denn, es stand was etwas Größeres an. Oder halt gerade jetzt in meinen ersten zwei Wochen habe ich jetzt noch nicht so viel mit Freunden gemacht. Sondern eher mit meiner Familie, wie jetzt zum Beispiel dieser Kinobesuch. Das erwähne ich dann schon, aber so kleinere Sachen, dass ich jetzt zum Beispiel mit meiner Gastmutter bei Target war und dann essen gegangen bin oder was auch immer, das lasse ich weg. Genau, also wie gesagt, trotzdem möchte ich erwähnen, dass ich mit meiner Gastfamilie am zweiten Tag in König der Löwen war. Das war echt mega cool und echt süß, weil ich habe mir mit meinem Großen, der hatte eigentlich einen Platz und der wollte dann aber, nee, stimmt gar nicht, das war nicht mein Großer, das war mein Kleiner. Der hatte einen ganz normalen Sitzplatz, haben wir ihn halt gekauft und er wollte aber neben mir sitzen, das fand ich echt richtig, richtig süß. Und dann habe ich mir mit ihm einen Sitz geteilt, also und ich meine, das war mein zweiter Tag. Das fand ich echt richtig süß. Irgendwann wollte er dann zur Mama, aber das Problem war halt auch, dass er krank war und er musste dann halt auch, ich glaube, an meinem ersten Wochenende musste er direkt ins Krankenhaus, weil er echt dolle krank war. Und das Problem war, er hat uns alle angesteckt und dann war ich zum Beispiel mal in der zweiten Woche auch krank. Also was heißt krank? Ich war halt erkältet, hatte halt Schmerzen, aber ich konnte trotzdem arbeiten. Das war jetzt nicht so, dass ich schlapp im Bett lag, aber ja. Das auf jeden Fall. Das war ein schönes Willkommensgeschenk, würde ich mal sagen. Genau. Aber 10 Tage nach meiner Ankunft hatten meine Zwillinge dann Geburtstag. Die wurden 3. Und dann gab es eine riesengroße Party mit Hüpfburg, mit so Snowcones. Also das war so ein Eiswagen mit so einer Eismaschine, wo man dann so verschiedene Sorten sich aussuchen konnte. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ja. Vielleicht habe ich Bilder, dann blende ich die mal ein. Ich weiß gar nicht, ob ich Bilder habe. Müsste ich suchen. Naja, okay. Und ja, das war alles richtig süß. Mit der Hüpfburg auch. Und die Kinder haben sich total gefreut. Also, es war echt ein süßer Geburtstag. Genau, dann nach einer Woche, also ich kam ja mittwochs an und die nächste Woche Mittwoch dann, also die darauffolgende Woche, genau, hat mich eine Freundin das erste Mal besucht und wir sind abends Frozen Joghurt essen gegangen. Das war mega, mega cool, vor allem weil man hier hast du nicht nur zum Beispiel Vanilleeis, sondern du hast richtig viele verschiedene Sorten, also Oreo, du kannst Orange nehmen, du kannst Banane nehmen, du kannst normal nehmen, du kannst Vanille nehmen, du kannst also wirklich ganz verschiedene Sachen, also auch so richtig ausgefallene Sachen, finde ich echt cool.
Und also bei mir in Deutschland zu Hause ist es halt eher so, dass die Verkäufer das drauf machen auf den Frozen Joghurts, also die Toppings. Und hier kannst du das halt selber machen. Das finde ich auch echt cool. Aber das Problem war, also ich war dann so richtig überrascht und überwältigt. So, oh mein Gott, brauch alles. Hab dann alles drauf geklatscht und dann habe ich einfach 8 Dollar bezahlt. Also es war ein bisschen teuer, aber es hat sich echt gelohnt. Der Frozen Joghurt war echt richtig lecker. Genau. Das war, glaube ich, bei Orange Leaf. Falls den anderen, die jetzt in Amerika sind oder so, das sagt, was sagt. Also, falls ihr da noch nicht wart, kann ich nur empfehlen. genau. Und dann habe ich am 29. und am 30. Juli mit meiner Gastmutter und mit meiner Freundin, mit der ich auch Frozen Joghurt essen war, das Bachelor-Finale geguckt. Und das war echt cool, weil am 29. habe ich das alleine mit meiner Gastmutter geguckt und mit der Nanny, die bis dahin noch da war und mich quasi angelernt hat. Genau, und mit der habe ich das dann geguckt. Und am 30., also weil das Finale wurde in zwei Teile aufgeteilt. Und den zweiten Teil, also da war ich eigentlich mit meiner Freundin verabredet und dann meinte meine Gastmutter so, ja, ey, könnt doch zusammen mit mir gucken. Und dann, ja, war das irgendwie so ganz cool, weil wir dann alle vom Fernseher saßen und Bachelor geguckt haben. Genau. Am Samstag darauf die Woche, also in meiner dritten Woche dann, habe ich bei meiner Freundin geschlafen. Ich bin Samstagmorgens, hat sie mich abgeholt. Dann sind wir, weil momentan besucht sie eine Freundin aus Deutschland und wir sind dann halt mit der Freundin aus Deutschland, sind wir ins NASA-Museum gefahren. Das war echt eigentlich richtig interessant, das NASA-Museum. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr mit der NASA beschäftigt, dann wäre es noch interessanter gewesen, aber so fand ich es eigentlich auch ganz schön, das mal gesehen zu haben. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Museum ist, wo ich immer reingehen würde, aber so, wenn man schon in Houston ist, dann sollte man das sich zumindest angeguckt haben. Meine Nase kratzt. Sorry. genau, und danach sind wir, also ich glaube, wir waren da echt lange drinne. Och, meine Nase, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und deswegen juckt jetzt die ganze Zeit und ich will eigentlich nicht kratzen, weil ich nicht die ganze Zeit meine Hand vorm Gesicht haben will, aber ja, also tut mir leid. Jedenfalls, wir waren da echt lange drin. Ich glaube, wir waren da 5 Stunden drin oder so. Ja, könnte hingekommen sein, 5 oder 4 Stunden. 4, glaube ich. 4, ja. Und danach sind wir noch runter, also nach Südtexas quasi gefahren, nach Galveston. Und sind dort zum Strand gefahren. Es war echt witzig, weil irgendwie wir hatten nur noch eine halbe Stunde. Und das war aber eigentlich der Plan, dass wir morgens zum NASA-Museum fahren und dann mittags zum Strand. Aber wir haben dann so lange beim NASA-Museum gebraucht, dass wir dann eigentlich abends zum Strand gefahren sind. Und wir wollten aber unbedingt noch zum Strand. Und dann haben wir gesagt, okay, egal, wir haben jetzt zwar vielleicht jetzt nur noch so eine halbe Stunde, Stunde so, aber wir wollen hier unbedingt noch ins Wasser. Und dann sind wir noch ins Wasser kurz gegangen und dann wieder raus. Und dann sind wir bei einer Tankstelle vorbeigefahren, die heißt Buckys. Die ist riesengroß, also wirklich, das könnte ein Einkaufsladen sein. Ich bin da reingegangen und es war einfach krass, also wirklich. Du kannst da Lebensmittel kaufen, du kannst da Klamotten kaufen, also es war wirklich mega heftig groß. Und diese Tankstelle, die gibt es auch nur in Texas. Also ist quasi eine texanische Tankstelle. Und da habe ich mir auch ein T-Shirt gekauft. Weil ich habe die ganze Zeit ein T-Shirt gesucht, wo Texas draufsteht. Und wir haben nur irgendwie in den normalen, so wie bei Target und Walmart und allgemein in den ganzen normalen Läden, haben wir nur T-Shirts, wo die Fußballmannschaft oder die Baseballmannschaft oder so draufsteht.
aber nicht ganz normal das Wort Texas. Und ich habe das die ganze Zeit gesucht und dann war ich bei dieser Tankstelle und dann war da so ein T-Shirt und dann stand dann nur normal Texas drauf und dann meinte ich erstmal so, nee, das muss ich mir kaufen. Genau. Also habe ich jetzt auch von dieser Tankstelle ein T-Shirt und ja, wir haben uns dann da noch was zu trinken gekauft und das ist so billig, also wirklich. Ich hatte so einen krass großen Becher, also so einen Cup halt. Ich glaube, der war 1,5 Liter, glaube ich, für 79 Cent. Ich war so, was? Alter, das war so, so billig. Einfach 1,5 Liter für 79 Cent. Ja, also das dazu. Und dann sind wir abends noch, dann sind wir halt zu ihr gefahren, weil ich ja bei ihr übernachtet habe. Und dann sind wir in ihren Pool gegangen. By the way, ich bin eigentlich voll oft bei ihr abends im Pool. Also meistens habe ich off. Und dann fahre ich zu ihr mit einer anderen Freundin, die ich hier auch kennengelernt habe. Und genau, da sind wir dann halt ganz oft bei ihrem Pool, aber das habe ich mir nie aufgeschrieben, wann ich bei ihrem Pool war und da das eh irgendwie fast jeden Tag ist, nur momentan nicht, weil sie im Urlaub ist. Ja, habe ich das jetzt nicht erwähnt. Aber an dem Tag waren wir auf jeden Fall auch im Pool und nächsten Tag, also am Sonntag, sind wir dann mittags wieder nach Houston reingefahren, also ein bisschen außerhalb von Houston. Und wir haben einen Fallschirmsprung gemacht und es war unglaublich. Also ich will das unbedingt nochmal machen. Also so ein Fallschirmsprung ist einfach krass. Also ich weiß nicht, ich war irgendwie die ganze Zeit überhaupt nicht nervös. Und dann bin ich ins Flugzeug reingestiegen und ich war immer noch nicht nervös. Und ich war erst einen kurzen Moment nervös, als dann die Tür aufging vom Flugzeug und ich gesehen habe, wie hoch es eigentlich ist. Aber selbst in dem Moment dachte ich mir so, ja, ist halt jetzt so und dann bin ich auch schon gesprungen und das war wirklich richtig krass. Also ich habe ein Video, vielleicht mache ich zu dem Fallschirmsprung nochmal ein extra Video. Genau, aber macht auf jeden Fall einen Fallschirmsprung. Also wenn ihr irgendwie Adrenalin sucht in eurem Leben und schon immer mal so darüber nachgedacht hat, einen Fallschirmsprung zu machen, dann macht das wirklich. Es ist so, so krass und ich möchte auf jeden Fall nochmal einen machen. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal in Houston einen machen werde oder halt allgemein in meinem Jahr. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal einen Fallschirmsprung machen. Das war, oh mein Gott, das war bis jetzt hier mein Highlight, mein Fallschirmsprung. Genau. Dann habe ich am Montag, also quasi den Tag nach meinem Fallschirmsprung, ach nee, Das war die Woche vor meinem Fallschirmsprung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann dann halt noch meinen Bankaccount eröffnet. Ja, das war vor meinem Fallschirmsprung. Ja, muss ja, weil ich mit Karte bezahlt habe. Das war auf jeden Fall vor meinem Fallschirmsprung. Habe ich mit meiner Gastmam dann endlich noch meinen Bankaccount eröffnet. Und genau, das hat auch alles reibungslos geklappt. Da war nur das Problem, dass ich, also ich musste irgendwie so voll viel eingeben, weil ich auch Online-Banking habe. Und dann habe ich meine Karte bekommen und ich wusste meinen PIN nicht, weil hier ist es nicht so, dass du einen PIN vorgegeben bekommst, sondern du darfst ja halt einen aussuchen. Und den PIN, den ich halt dachte, den ich habe, der hat aber nicht funktioniert. Und ich war so, hä? Das kann es doch gar nicht sein. Und dann musste ich wieder zur Bank und das war richtig unangenehm. Und dann war ich so, ja, ich habe meinen Bankkonto meinen PIN vergessen und ja, dann mussten sie mir das irgendwie einstellen, dass ich einen neuen machen kann und ja, genau. Danach, nach meinem Fallschirmsprung quasi die Woche, dann musste ich wieder arbeiten und Samstag und Sonntag war ich dann mit einer anderen Freundin unterwegs. Wir waren Samstag im Outlet, in der Mall hier bei mir in der Gegend. Und dann am Sonntag bin ich ins Outlet gefahren. Das war auch richtig cool. Also das Outlet ist riesengroß. Ich muss auch unbedingt nochmal hin, weil, keine Ahnung, aber hier ist es irgendwie anders mit dem Geld. Weil hier überlege ich eher, wenn ich mir Klamotten kaufe, da überlege ich mir dreimal, ob ich das wirklich brauche oder eben nicht. Weil ich mein Geld hier lieber sparen möchte für so große Sachen wie jetzt einen Fallschirmsprung oder so.
Manchmal klappt es ganz gut, manchmal eher weniger, also kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, aber genau. Und ja, dann am Mittwoch, also nach dem Outlet quasi am Mittwoch, war ich dann schießen mit meiner Freundin und mit den beiden Freundinnen, mit denen ich auf Fallschirmsprung gesprungen bin. Vielleicht werde ich im nächsten Video die Namen nennen, dann ist das nicht so meine Freundin, meine andere Freundin und die Freundin. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die nennen darf, deswegen ja, mache ich das jetzt erstmal noch nicht. Aber ich frage sie einfach und dann nenne ich die Namen und dann ist es leichter für euch. Genau, also am 14. August, das war ein Mittwoch, da bin ich schießen gegangen. Also vorher wollte ich mich bei einer Uni anmelden für meine Credits. Oh, das war auch so ein Theater, weil ich wollte eine Ballettclass machen. Und die meinten halt zu mir, ja, kannst du machen. Und dann hieß es so, nee, kannst du vielleicht doch nicht machen, weil das eine Degree-Class ist und du brauchst ein Non-Degree. Wir rufen dich dann nochmal an, ob das geht. Und dann meinte ich so, ja, okay, kein Thema. Und dann meinten die, okay, komm am Montag wieder. Und dann bin ich Montag mit meiner anderen Freundin da hingefahren und die meinten so, ja, nee, wir rufen dich an. Ja, heute ist Freitag, die Kurse beginnen am Dienstag und sie haben mich immer noch nicht angerufen, aber ich habe mich dafür entschieden, wahrscheinlich eine Weekend-Class zu machen, also weil ich habe auf so ein Theater gar keinen Bock. Genau, also das war ein bisschen unnötig, dass ich da zweimal hingefahren bin, genau. Oh, war auf jeden Fall echt richtig nervig. Vor allem, weil sie halt auch gesagt haben, sie melden sich halt auch einfach nicht, ich mag das gar nicht. Also, keine Ahnung, dann sollen sie das nicht sagen, dass sie sich melden. Aber gut, schwamm drüber. Ups. Genau. Aber zurück zum Schießen. Es war echt richtig cool. Also es war ein komisches Gefühl, weil man schon so einen Rückstoß hatte und es war super laut, also wirklich. Wir haben so ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so. Ne, das wie so Ohrdämmer quasi, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ohrstöpsel, genau. Wir haben so Ohrstöpsel bekommen und es war trotzdem super laut. Also ehrlich, richtig krass. Und beim ersten Schuss habe ich mich noch total verschrocken, so, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall hat es echt mega Spaß gemacht. Also ich glaube, ich möchte auch irgendwann nochmal schießen. Aber ja. Das auf jeden Fall zu meinem ersten Monat, zu meinen Erlebnissen. In meinem nächsten Monat, kann ich sagen, wird eine Reise anstehen. Genau, die ist aber mit meiner Gastfamilie, aber das werdet ihr dann im nächsten Monat sehen. Genau, darauf freue ich mich auch schon richtig dolle, auf diese Reise. Aber kommen wir zu der letzten Rubrik und zwar Geld. Also ich würde sagen, dass ich schon gut dabei bin, was Geld angeht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie gucken muss, ob ich das mir bezahlen kann, ob ich das kaufen kann oder nicht. Und ich muss jetzt halt nicht jeden Cent umdrehen. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach mal sagen könnte, okay, let's go und lass einfach mal nach Chicago fliegen oder so. Das jetzt nicht, aber ich muss jetzt, wenn ich zum Beispiel shoppen gehen will, muss ich jetzt nicht darauf achten, wie viel Oberteil ich mir kaufe, weil ich eigentlich schon gut mein Geld sparen kann hier. Also ja, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich flüssig bis zum Geht nicht mehr bin, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich pleite bin, also ist alles gut. Genau, das zu meinem allerersten Monatsupdate. Also wie gesagt, es ist so krass, dass ich dieses Video jetzt schon gedreht habe. Ja, es ist super, super heftig. Also ich weiß gar nicht, auf der einen Seite finde ich es super schnell vergangen so, aber auf der anderen Seite fühlt es sich halt auch nicht so an. Also ich glaube, es kommt aber auch daher, dass ich jetzt langsam die Routine habe. Und ja, also ich würde halt schon sagen,
dass man so einen Monat braucht, um wirklich sich auszukennen, um Routine zu bekommen, um vielleicht auch einfach mit allem ein bisschen sicherer zu werden. Also das braucht auf jeden Fall Zeit und ich glaube, so bis du wirklich angekommen bist, das dauert wirklich so einen Monat, zwei Monate vielleicht. Also ja. Ja, meine Kamera ist ausgegangen. Yeah. Genau, also auf jeden Fall braucht das auf jeden Fall Zeit, bis man angekommen ist. Bei mir fängt es jetzt langsam an, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin angekommen. Genau. Und was mich auch freut, ich kann jetzt schon in manchen Gegenden fahren ohne Navi. Also, oh, ich hasse es, mit Navi zu fahren, weil mein Navi ist so richtig, oh, keine Ahnung, aber es sagt so, ja, keine Ahnung, in so und so viel Meter bzw. Meilen vielleicht abbiegen und dann auf einmal so jetzt rechts abbiegen und ich bin so, wow, okay, krass und oh, ich, keine Ahnung, ich hasse das. Deswegen, ja, das freut mich auf jeden Fall, dass ich hier mich schon ein bisschen orientieren kann ohne Navi. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ihr dran bleibt und meine weiteren Monate verfolgt und ja, tschüss!